Ja, wir schließen die Augen und nehmen eine aktive, sanfte, aufgerichtete Position ein. Und ihr lasst in euch ein Mantra fließen, das euch jetzt unterstützt. Ich gebe euch eins vor, aber ihr könnt natürlich ein eigenes finden. Ich bin vollkommen bei mir und in meinem eigenen Wohlgefühl. Ich komme hier und jetzt an. Und wir beginnen dann ganz sanft die Ujjayi-Atmung zu spüren bzw. zu forcieren, also aus der Stille des Abends heraus den Atem in eine Kontrolle zu führen, ganz sanft im Rachen den Atem hochziehen und einen Ton geben, diesen Ujjayi-Ton, hörbaren Atem. Und ihr stellt euch eure Wirbelsäule vor beim Ein- und Ausatmen, während ihr einatmet und den Atem vom Bauch über die Brust in die Schulterspitzen führt. Stellt euch vor, das Licht, das die ganze Wirbelsäule aufleuchtet in goldenem Licht, und im Ausatmen reinigt dieses Licht den ganzen Körper. Und das Licht wird in den Zellen verteilt und die unreine Energie oder Abfallstoffe, Feinstoffe fließen aus dem Körper hinaus. Und wir machen das Ausatmen ein bisschen verlängert, also ein bisschen ein verlängertes Ausatmen. So 4 beim Einatmen und auf 6 ausatmen. Wenn ihr das Licht einatmet, lasst auch ein Lächeln entstehen. Bringt euren Körper ganz in die Stille. Ich atme Leichtigkeit ein und ich atme Stille aus. Ich atme Freude ein. Und ich atme Freude aus. Ich atme Klarheit ein und Klarheit aus. Macht jetzt noch 3 Atemzüge, wo ihr ganz, euch ganz zentriert fühlt und die Wirbelsäule wie eine goldene Säule wahrnimmt. Noch einen langen Atemzug. Und dann gehen wir mit dem nächsten Ausatmen sanft über in einen Vierfußstand. Und wir beginnen damit, dass wir ausatmend auf die Fersen absenken, uns auf die Fersen zurücksetzen, einatmend öffnen nach vorne,
bis die Schultern über den Handflächen sind und ausatmen und wieder zurückgehen. Noch einmal einatmen, vorschieben und ausatmen, zurückschieben. Jetzt öffnen wir über die Arme nach oben im Einatmen, machen uns ganz nach oben auf, öffnen beide Arme, nehmen beide Arme hoch aus dem Fersensitz, einatmen, hochkommen und ausatmen, Vierfüßstand. Einatmen, wieder zurück und hoch. Und ausatmen wieder in den Vierfüßstand zurück. Und das wiederholen wir noch zweimal. Und dann bringen wir wieder die Hände runter in den Vierfüßstand und leiten eine liegende Acht ein. Die Augen schließen. Und schön im Atemrhythmus den ganzen Körper durchbewegen in einer liegenden Acht. Eine lange liegende Acht. Ja, Achterschleife. Das heißt, ihr fühlt, wie euer Körper diese Achterschleife zieht. Ganz nach hinten, soweit ihr könnt, zur Seite. Ihr beginnt in einer Richtung, nicht zu schnell, damit ihr wirklich schön mit dem Atem arbeiten könnt. Und ihr könnt jederzeit diese Achterschleife in die andere Richtung beginnen. Auch der Oberkörper, der Kopf, alles bewegt sich mit in dieser Achterschleife. Gut. Und dann finden wir uns wieder in der V-Stellung. Und in der V-Stellung legen wir mal die rechte Hand aufs Uddiyana Bandha und wir machen uns das Uddiyana Bandha wirklich bewusst, ohne das Becken zu verdrehen. Ja, da werden jetzt vielleicht Pullis ausgezogen. Also schaut, dass ihr wirklich dann schon so seid, dass auch dass ihr nicht mehr zwischendurch sozusagen raus müsst aus den Asanas, dann den Arm wechseln. Dann gehen wir noch einmal auf Knieferse nach unten. Und wir schieben einatmend nach vorne, heben das rechte Bein und den linken Arm. Und ausatmend wieder absenken, zurück auf die Fersen. Einatmend, die zweite Seite öffnen. Da könnt ihr jetzt gut schon das Uddiyana Bandha auch wirklich spüren und aus, wieder absenken. Das heißt, Beckenboden ist schon gut aktiviert und unterm Nabel das Uddiyana Bandha auch. Wir wiederholen noch einmal beide Seiten. Sehr gut. Und dann kommen wir langsam wieder in den Vierfußstand und schieben aus dem Vierfußstand in die V-Stellung. Bleiben ein bisschen in der V-Stellung. Bewegen die Gelenke durch. Öffnen vielleicht einmal in der Hüfte. Ja, so einfach hinspüren, was jetzt gut tut in der V-Stellung. Und dann wandern wir mit ein paar Schritten nach vorne. Ruhig mehrere Schritte, kleine Schritte. Wir wandern Richtung Hände. Öffnen den Oberkörper. Ausatmen, schließen wir den Oberkörper wieder. Und dann behutsam, wenn wir untere Rückenthemen haben, in die Knie gehen, Oliver, und aus den Knien Oberkörper zuerst öffnen. In den Knien bleiben, der Oberkörper kommt hoch.
Und dann erst streckst du mit den Armen. Ja, nochmal, ich zeige das noch einmal vor. Das ist behutsam, ihr könnt es alle mitmachen. Wenn wir unten sind, in die Knie gehen, wirklich in die Knie gehen, noch mehr. Marietta, Oberkörper zuerst öffnen. Hochkommen im Oberkörper. Ja, dann entsteht schön die kleine Lordose in unserem Rücken und wir schonen die Lendenwirbelsäule. Gut, wir falten die Hände vor der Brust und singen ein Om gemeinsam. Oh. Und dann beginnen wir einatmen, die Arme anzuheben. Denkt an, dass der Atem vor der Bewegung ist. Wir beginnen auszuatmen und dann folgt die Bewegung. Wir beginnen einzuatmen und öffnen den Oberkörper. Wir beginnen auszuatmen, steigen zurück in den Stütz. Wir halten den Stütz im Einatmen und senken ausatmend über Knie, Ferse ab. Auf die Fersen zurücksetzen. Einatmend nach vorne schieben. Finger sind schon schön gespreizt und bleiben so. Und ausatmen in die Fauststellung. Nacken locker, Schultern weg von den Ohren und einfach tiefe, lange Atemzüge machen. Mit dem nächsten Einatmen nach vorne steigen. Es können mehrere Schritte sein oder einer. Ausatmen, den Oberkörper schließen. Wieder gut in die Knie gehen, wer ein bisschen die Schonung für den Rücken braucht, hochkommen und ausatmen, die Arme auf die Seite. Und wieder einatmen, Arme anheben. Ausatmen, nach vorne beugen. Einatmen, öffnen und ausatmen, zurücksteigen in den Stütz. Wir halten den Stütz jetzt einen ganzen Atemzug. Wir atmen ein, wir atmen aus im Stütz, atmen nochmal ein und gehen dann auf die Knie runter, schieben den Oberkörper nach vorne und kommen ganz am Bauch nach unten. Füße umklappen, ganz sanfte Kobra, ganz leicht öffnen in die Kobra und ausatmen, zurückschieben in die Fauststellung. Und tief ein- und ausatmen. Und noch ein Atemzug. Schön Länge geben im Atem. Und dann einatmen, beginnen und nach vorne steigen. Ausatmen, beginnen den Oberkörper schließen. Einatmen, öffnen. Und ausatmen, die Arme auf die Seite. Und ein letzter Sonnengruß. Einatmen, Arme anheben. Ausatmen, nach vorne beugen. Einatmen, öffnen wir den Oberkörper und steigen mit dem rechten Bein zurück. Rechtes Bein zurücksteigen und bleiben. Nur das rechte Bein. Sabine, wir, ja genau. Und wir bleiben. Das Knie ist über dem Knöchel. Wir bringen den Oberkörper über den Oberschenkel und heben beide Arme seitlich an auf Schulterhöhe und ganz sanft die Arme bewegen, wie Flügel. Ganz sanft Schulter, Ellbogengelenk, Handgelenk. Dann senken wir die Arme wieder ab und heben einatmend den inneren Arm hoch, also in dem Fall den rechten Arm.
absenken und runterkommen aufs rechte Knie. Und wir öffnen den Oberkörper. Und bleiben da zwei Atemzüge. Mit dem nächsten Ausatmen löst ihr die Position auf, fasst wieder runter mit den Händen, dann den rechten Bein hochgehen, links zurücksteigen und ihr könnt entweder auf Knie-Ferse gehen oder eben Knie-Oberkörper absenken, Ellbogen schön am Körper. Knie zuerst, Elena, nimm die Knie zuerst runter und dann den Oberkörper. Sonst wird es zu viel für die Schultern. Und sanft öffnen. Ja, sehr gut. Und ich würde die Socken weggeben, Elena. Ich glaube, du tust dir leichter. Und dann schön lange, tiefe Atemzüge in der V-Stellung. Ein Atemzug noch und im nächsten Einatmen steigen wir dann wieder nach vorne. Ganz öffnen aus der Mitte, den Oberkörper ausatmen, schließen. Bisschen in die Knie gehen, wenn ihr wollt, und hochkommen. Und ausatmen, zurück in Samasthiti. Und wir machen die zweite Seite, einatmen, Arme an. Ausatmen, nach vorne beugen. Einatmen, den Oberkörper öffnen und wir steigen links, ausatmen, zurückbleiben. Achtet darauf, dass das Knie über dem Knöchel ist. Langsam den Oberkörper schön über den Oberschenkel bringen. Die Arme anheben auf Schulterhöhe und ganz sanft bewegen. So weich ihr die Arme bewegen könnt. Aber schön ruhig dazu atmen. Langsamer, Oliver, mit den Armen vielleicht zum Rhythmus des Atems. Und dann wieder über den Innenarm. Also wir bringen die Arme und die Hände runter und der linke Arm zieht nach oben. Wir bleiben kurz. Bringen dann den Arm wieder nach unten und senken das Bein ab. Öffnen den Oberkörper und bleiben. Sehr schön. Mit dem nächsten Ausatmen lösen wir die Position auf, also Hände runterbringen, beheben das linke Bein, steigen rechts zurück. Und ihr sucht euren Übergang entweder über Knie, Ferse oder indem ihr den Oberkörper absenkt, in die Cobra kommt und in die V-Stellung zurück. Wir heben das rechte Bein und öffnen die rechte Hüfte. Senken das rechte Bein wieder ab, bringen das linke hoch. Wieder schön öffnen. Und wir steigen dann mit dem nächsten Einatmen mit dem linken Bein nach vorne. Linkes Bein zieht zuerst nach vor, dann das rechte dazu, der Oberkörper öffnet, ausatmen, wieder schließen. Wir gehen in die Knie, öffnen über die Knie und im Ausatmen strecken wir erst die Beine. Kommen in Samasthiti zurück und gehen in die erste Stehposition. Einatmen, schulterbreit öffnen, Beine und ausatmen. Die Zehen fassen, den Oberkörper absenken. Einatmen, öffnen wir den Oberkörper. Und ausatmen, Scheitel Richtung Boden ziehen. Tief atmen. Schultern weg von den Ohren. Nackenlänge geben. Noch ein Atemzug. Dann einatmen, den Oberkörper öffnen, ausatmen, Hände, Hüfte. Langsam hochkommen und zurücksteigen in Samasthiti. Und wir öffnen nach rechts in Uttita Trikonasana.
Mittelgroßer Schritt, beide Beine klein gestreckt, der rechte Fuß dreht. Wir senken die rechte Hand und das Knie ab. Je nachdem, wie offen euer Körper ist, könnt ihr tiefer absenken oder weniger tief. Dass der Nacken lang, das Kinn zieht ein bisschen zur Brust. Sehr schön. Und wenn ihr dazu neigt, das Knie zu überstrecken, ein bisschen anwinkeln das Knie. Dann wieder ausatmen, Blick ziehen. Einatmen, hochkommen, drehen und zur anderen Seite. Und gebt euren Atem gut Länge. Ja, wieder Nackenlänge geben. Oliver eher Richtung Brust das Kinn holen, damit du den Nacken schonst. Dann geht dein Blick eher auf die Nasenspitze. Mit dem nächsten Ausatmen Blick ziehe, einatmen, hochkommen und wir stellen zusammen das Gitti zurück. Und öffne den Vasakonasa, einen großen Schritt nach rechts aufmachen. Rechter Fuß dreht und beugt, rechten Arm am Oberschenkel, linker Arm zieht über den Kopf. Ja, für die meisten wird die Position passen und wer tiefer gehen mag, weil der Körper sehr offen ist, dann könnt ihr innen oder außen absenken, am Unterschenkel greifen oder Fingerspitzenboden. Dann ausatmen, wieder Blick ziehen. Einatmen, hochkommen, drehen und zur anderen Seite. Und mit dem nächsten Ausatmen wieder Blick ziehen, einatmen, hochkommen, wir gehen direkt in die Kriechposition. Kriechposition, ausatmen, einatmen, Oberkörper öffnen und ausatmen, Handflächenboden. Wir wandern aus dieser Position nach vorne, wir öffnen im Einatmen und beginnen nach vorne zu wandern. Und bleiben, atmen wieder aus und wir schieben jetzt immer auf die Fersen zurück beim Ausatmen und Einatmen. Schieben wir den Oberkörper nach vorne, bis die Schulter oder die Handfläche ist und ausatmen wieder zurückschieben. Sehr gut. Ja, sehr gut, Elena. Einmal noch nach vorne schieben. Und dann wandern wir wieder zurück mit unseren Händen. Atmen aus. Und beginnen rechts und links zu driften. Das heißt, wir einmal haben ein gestrecktes. Genau, wollen wir das eine Bein an. Jetzt immer ein Bein gebeugt, eines gestreckt. Wir wandern mit den Händen nach rechts, nach links. Worauf es wichtig ist, dass ihr achtet, ist, dass Knie, Knöchellinie beim gebeugten Bein bleibt. Also, dass ihr ziemlich nach hinten euch absetzt mit dem Becken. Und wir bleiben dann auf einer Seite ein bisschen, also wir dehnen in das gestreckte Bein so ein bisschen hinein. Und dann auf der anderen Seite. Ein bisschen Dehnung spürt in eurem gestreckten Bein. Dann kommt ihr langsam wieder zur Mitte zurück. Öffnet den Oberkörper im Einatmen. Ausatmen, Hände Hüfte. Einatmen, langsam hochkommen. Und ausatmen, die Arme absenken. Einatmen, noch einmal öffnen, aus, Hände, Hüfte. Einatmen, Oberkörper öffnen und wir fassen die Zehen
wenn wir runtergehen, so wie bei der ersten Stehposition. Öffnen noch einmal und bleiben dann. Und du kannst ruhig, Oliver, ein bisschen mit gebeugten Beinen bleiben. Becken ein bisschen absenken, wenn es dir angenehmer ist. Mit dem nächsten Einatmen öffnen wir. Ausatmen, Hände, Hüfte, Knie beugen, um schonend hochzugehen. Und zurücksteigen in Samasthiti. Wir bringen die Finger hinterm Rücken ineinander und öffnen nach rechts im Einatmen einen mittelgroßen Schritt, so dass das Becken parallel ist. Im Ausatmen schieben wir den Oberkörper nach vorne, die rechte Hüfte zieht zurück und die Arme gehen ein bisschen mit über den Kopf. Einatmen, kommen wir wieder hoch. Ja, hinten bleibt ihr mit der Ferse am Boden. Nimm den rechten Fuß weiter nach außen, Oliver. Dann stehst du viel besser. Ja, genau. Und dann immer ausatmen, nach vorne beugen, Länge machen im Oberkörper. Einatmend wieder hochkommen. Das Gewicht ist auf beiden Füßen gleichmäßig. Ihr wiederholt das noch zweimal. Und dann wechseln wir die Seite. Ja, jetzt arbeitet die rechte Hüfte zurück. Wenn wir dann drehen, arbeiten wir die linke zurück. Also wir kommen hoch, drehen. Ja, vielleicht müsst ihr immer ein bisschen nachadjustieren in der Position. Also jetzt vielleicht den linken Fuß ein bisschen mehr nach außen bringen, damit ihr euch wohlfühlt. Und dann wieder nach vorne. Im Ausatmen und ein hoch. Und nicht zu schnell hineingehen, ja, langsam hinein. Und vielleicht auch nicht zu weit nach hinten öffnen, außer ihr seid sicher, dass das für euren Rücken okay ist. Und einmal noch hineingehen in die Position. Und wenn ihr dann hochkommt, steigen wir zurück in Samasthiti. Gleichgewichtsposition, wir öffnen zur Seite, immer einatmen. Das Bein zur Seite ein bisschen heben und ausatmend wieder heranstellen. Ja, da könnt ihr jetzt spielen, das heißt mit der Zeit ein bisschen höher gehen. Wichtig ist, dass ihr öffnet den Brustkorb mit den Armen, die Hände sozusagen ziehen dann ein bisschen Richtung Boden. Auf der anderen Seite. Und irgendwo bleibt ihr dann in der Öffnung, wo ihr das Gefühl habt, ihr könnt bleiben. Ja, ruhig die Arme zur Seite, Eike, und auch den Arm von hinten nach unten Richtung Boden ziehen, ein bisschen, soweit es halt möglich ist. Ja, genau. Halten, noch einen Atemzug und dann kommen wir langsam wieder hoch, also nicht nach vorne beugen, sondern wirklich nur seitlich öffnen. Andere Seite, langsam beginnen. Ihr könnt euch ein bisschen vorstellen, ihr werdet eine Marionettenpuppe. Oben ist ein Faden, den man zieht, den Faden. Und ihr bewegt euch. Das heißt, es ist sehr viel Stabilität in die Mitte, bleibt schön gestreckt. Und irgendwann bleibt ihr in der Position drinnen. Wieder ganz öffnen übers Herz. Also euer Herz sollte man gut sehen können und spüren. Sehr gut. Und dann absenken langsam. Sehr schön. Wir nehmen den rechten Fuß auf den linken Schuh vorne. Und entweder ihr öffnet einatmend die Arme und bringt sie ausatmend wieder nach unten. Oder die zweite Möglichkeit wäre, die Arme ineinander zu verschlingen und in der Position zu bleiben. Sucht euch eine davon aus. Und noch einen langen Atemzug, bevor wir dann wechseln. Sehr schön.
Ja, ihr könnt entweder Arme öffnen oder Arme ineinander verschwingen. Und dann laden wir uns dann wieder ab. Wir machen noch etwas fürs Gleichgewicht, indem wir den linken Ellbogen Richtung rechtes Bein ziehen, rechtes Bein heben und im Ausatmen in die Spalte. Und das wiederholen wir zweimal. Einatmen, wieder vorne hoch, Spannbein strecken. Sehr schön. Ausatmen, wieder zurück in die Spalte. Und noch ein drittes Mal. Ja, sehr gut. Und dann absenken, nachdem ihr in der Schwalbe wart, zum Seite wechseln. Bein hebt gegenüber die der Arm, kommt mit dem Ellbogen und dann in die Schwalbe zurück. Macht euch groß, hebt euch raus, genießt dieses Asana. Fühlt dieses Zentrieren über euer Uddiyana Bandha und euer Nabel. Sehr schön. Und dann langsam wieder lösen und absenken. Wir kommen in Samasthiti zurück und gehen auf die Zehenspitzen hoch. Bleiben da ein bisschen, die Arme gehen hoch, die Schultern ziehen nach unten. Mit dem nächsten Ausatmen gehen wir in die Knie. Einatmen, dann die Arme anheben. Ausatmen, nach vorne beugen. Einatmen, den Oberkörper öffnen. Ausatmen, zurücksteigen und absenken. Dann wieder über Knieferse oder über Chaturanga sein. Einatmen in die Kobra oder in den Vierfußstand und ausatmen in die V-Stellung. Wir heben das rechte Bein in der V-Stellung, öffnen die Hüfte. Wir bereiten uns auf die Taube vor. Das heißt, ihr zieht nach vorne mit dem Bein zur Brust. Die Schulterlinie geht wieder also schön über die Handfläche. Ihr könnt es mehrmals vor zurückgehen oder ihr geht es direkt in die Taube hinein. Ja, das überlasse ich für euch. Wir finden uns jedenfalls alle dann in der Taube wieder, also legen das rechte Bein vorne abgebeugt und der Oberkörper legt sich drüber. Also wir sind ganz entspannt im Oberkörper und wir öffnen im Oberschenkelbereich. Lange, tiefe Atemzüge. Noch zwei Atemzüge bleiben. Und dann öffnen wir im Einatmen den Oberkörper. Lassen uns auf die Seite sinken vom gebeugten Bein. Holen uns das rechte nach vorne. Und stellen es auf. Wir bringen den rechten Arm hoch, also Knöchel an Knöchel. Und der Arm geht jetzt um das linke Bein herum und wir öffnen über die linke Schulter. Wir haben da eine schöne Drehposition. Forciert die Öffnung mehr im Oberkörper, das heißt mit jedem Ausatmen ein bisschen Uddiyana Bandha nach innen ziehen, Oberkörper drehen, Nacken wirklich nur sanft mitnehmen. Noch einen Atemzug. Dann kommen wir nach vorne und kreuzen die Beine und heben uns hoch.
Und setzen uns in den Schneidersitz und lassen uns nach vorne sinken. Also wir haben eine Vorwärtsbeuge. Vielleicht können Sie ein bisschen merken, welches Bein jetzt vorne ist, ja, damit wir dann auf der zweiten Seite das andere Bein nach vorne nehmen. Ruhig noch bleiben, ein paar Atemzüge, Oliver. Ja, entspannen. Becken öffnen. Fokussieren, dass mit jedem Ausatmen euer Becken aufmacht. Sanftes Loslassen im Becken. Noch ein Atemzug. Und dann öffnen wir und leiten ein Vinyasa ein. Wir nehmen als erstes vielleicht einen Bauchrollen am Bauch. Und im Vinyasa, wir strecken die Beine, ziehen sie nach hinten. Und kommen dann in die Cobra und in die V-Stellung. Und beginnen auf der zweiten Seite. Linkes Bein hebt, die Hüfte öffnet. Ihr könnt mehrmals mit den Knien nach vorschieben. Und wieder zurück, also über die Schulterlinie schieben oder gleich euch hinlegen, je nachdem, wie viel Kraft ihr habt mit den Schultern. Und dann drüber legen wieder und entspannen im Oberkörper. Und lange tiefe Atemzüge. Lasst im Schulterbereich auch locker und den ganzen Oberkörperbereich entspannen. Auch den Nacken locker lassen, nicht halten. Noch einen langen, tiefen Atemzug. Und dann öffnen wir wieder ganz sanft im Einatmen. Lassen uns auf die Seite sinken vom gebeugten Bein. Holen uns das gestreckte nach vorne. Stellen wir das gestreckte Bein auf, also das rechte Knöchel am Knöchel. Der linke Arm zieht hoch und ihr fasst wieder um das Knie herum. Zuerst nochmal ein Öffnen im Oberkörper, ein Strecken, dann ein Drehen aus dem Oberkörper. Und der Nacken folgt nur dem Oberkörper. Ja, lasst nicht dem Nacken eine Bewegung einleiten. Das kann er zwar sehr gut, der Nacken, aber das muss er ohnehin zu oft tun im Alltag. Ja, wir verwenden viel zu oft den Nacken, anstatt dass wir den Oberkörper verwenden für eine Drehung. Brustbein noch ein bisschen mehr anheben, wenn du kannst, Oliver. Geht noch was? Ja, genau. Noch einen Atemzug und dann kommen wir zur Mitte zurück. Heben uns wieder hoch und denkt daran, dass ihr jetzt wollt, dass das andere Bein vorne ist für die Vorwärtsfolge im Schneidersitz. Wir lassen uns wieder in die Vorwärtsbeuge reinsinken und bleiben dort. Letzten Atemzug. Und dann öffnen wir und leiten wieder ein Vinyasa ein. Behutsam, ihr könnt auch gerne kreuzen, die Beine zurückstellen oder eben wieder über die gestreckten Beine. Und zurück in die V-Stellung. Wir kommen aus der V-Stellung auf die Knie. Lassen uns auf die Ferse sinken.
Wenn ihr dazwischen einen Polster braucht, dann ein Polster dazwischen nehmen. Und wir nehmen die Ellbogen und gehen einatmen und hoch mit den Armen. Senken ausatmen und ab. Genau. Und dann bei der zweiten Position gehen wir hoch und wieder runter. Und wiederholen. Ein Arme hoch, Ellbogen hoch auf den Fersen sitzen bleiben. Und bei der zweiten Position heben wir uns hoch. Mit dem Gesäß, also von den Fersen weg und wieder absenken. Noch einmal wiederholen beide Übungen. Sehr gut. Dann lösen wir den Vierfüßstand wieder auf und beginnen wieder mit der Übung, wo wir das rechte Bein und den linken Arm im Vierfüßstand heben. Also wir bleiben im Vierfüßstand. Rechter Arm, linkes Bein streckt. Und jetzt kommen wir im Ausatmen mit Ellbogen und Knie zusammen. Also wir machen es ganz rund. Und wiederholen diese Übung mehrmals, öffnen und schließen. Sehr gut. Und dann lösen wir und wechseln die Seite. Wir gehen zurück auf die Fersen, bleiben vielleicht kurz ein, zwei Atemzüge. Ruhig lang und tief einmal atmen, da in der Kindposition hinten und dann wechseln wir die Seite. Denkt dran, gut, das Uddiyana-Bandha einzusetzen und diese Bewegung zu machen. Sehr schön. Und dann langsam über die V-Stellung wieder auflösen. Wir sind in der V-Stellung. Und kommen aus der V-Stellung Burg nach vorne in den Langsitz. Wir stellen das rechte Bein auf und legen es um. Wir atmen ein, heben die Arme an. Wenn notwendig, legt sie am Polster um das Knie und ausatmen nach vorne rein. Lange, tiefe Atemzüge. Schultern locker und weit weg von den Ohren. Noch einen Atemzug, bevor wir dann wechseln. Wir öffnen im Einatmen, strecken beide Beine oder kreuzen und heben uns hoch. Strecken dann die Beine wieder in Dandasana. Nimm das linke Bein, stell es auf und legen es um. Einatmen, wieder alle anheben und wieder nach vorne gehen. Die Position hinein. Sehr gut. Und mit dem nächsten Einatmen dann öffnen. Und wir leiten wieder ein Vinyasa ein. Mit gestreckten Beinen oder kreuzen und zurücksteigen. Wir kommen wieder in der V-Stellung an und kommen noch einmal auf die Knie und setzen auf die Knie runter. Und wir nehmen die Finger ineinander. Also und kommen einatmend hoch mit den Armen
Ausatmen ein bisschen zur Seite absetzen. Ja? So weit es einfach geht und wieder hochkommen zur Mitte. Ja, genau. Und zur anderen Seite. Ja, ich glaube, du. Ah, okay. Decke unter den Knien kann vielleicht hilfreich sein. Genau, sehr gut. Ja, nicht jeder von euch kann so tief absenken, wie es die Mariette vorzeigt. Also ihr geht dann so weit, dass ihr das jetzt, wie es für euch fein ist. Ja, sehr schön. Und dann lösen wir die Position wieder auf über den Vierfußstand. Wir sind im Vierfußstand, bleiben ein bisschen im Vierfußstand und heben den rechten Arm an. Schauen zur Decke. Einatmend anheben und ausatmend ziehen wir den rechten Arm durch, um meine Schulter öffnen, ein bisschen einzuladen und bleiben da unten ein bisschen drauf liegen. Ganz entspannt. Genau. Ja, wer ein bisschen verstärken möchte, der kann dann das Bein dazu strecken, das linke. Auf die Zehenspitzen kommen und ja, wenn jemand die Balance hat, kann er das Bein natürlich auch heben. Auch das ist möglich. Ja. Elena, bleib einfach. Ja, bleib in der ersten Position. Ja, genau. Ja, ohne Bein heben. Bleib einfach drinnen auf der Schulter. Genau. Noch einen Atemzug und dann wechseln wir die Seite. Kommt wieder zurück in den Vierfußstand. Und wir nehmen den linken Arm, öffnen im Einatmen und ziehen ausatmen, den linken Arm durch. Und lassen uns wieder auf die Schulter sinken. Versucht möglichst entspannt zu sein dabei im Oberkörper. Und wer ein gutes Udiana-Bandha hat und die Kraft, gern wieder das Bein strecken oder heben. Ja, eher für die, die schon lange üben. Elena, bleib unten. Ja, es ist besser. Ja. Konzentriere dich auf die Schulteröffnung. Sehr gut. Noch ein langer Atemzug. Und dann lösen wir die Position in die V-Stellung wieder auf. Und kommen aus der V-Stellung durch, nach vorne in den langen Sitz. Und lassen uns aus dem Langsitz langsam nach hinten absinken. Ja, wenn ihr könnt, so langsam wie die Marietta natürlich die Udiana-Bandha anspannen. Und dann die Beine aufstellen für die Welle. Füße schulterbreit aufstellen. Wir nehmen zuerst die Arme vielleicht über den Kopf noch, bevor wir die Welle machen. Und lassen beide Beine rechts, links immer wieder sinken, das heißt das Ausatmen ist das Absenken, das Einatmen, da gehen wir wieder zur Mitte und mit dem Ausatmen senken wir zur anderen Seite ab. Ja, einfach beide Beine in eine Richtung absenken lassen und wieder zur Mitte zurück. Wenn du die Beine, wenn du die Füße breiter aufstellst, Oliver, ganz breit, vielleicht über den Mattenrand, dann ist es leichter für dich. Dann kannst du auch die Arme ein bisschen über den Kopf lassen oder zumindest auf Schulterhöhe. Sehr gut. Dann kommen wir zur Mitte zurück. Stellen die Füße auf und beginnen die Welle. Dieses langsame Wirbel für Wirbel anheben des Oberkörpers und langsam wieder absenken von Brustwirbeln, Lendenwirbeln, Steiß und Kreuzbein, schön abrollen und wieder aufrollen. Die Arme ihr könnt gerne die Hände mit der Handfläche nach unten bei den Knöcheln haben und in der Nähe
des Beckens, beziehungsweise die Arme einatmen, mit nach oben nehmen, Richtung Schulter und über die Schulter nach hinten und wieder ausatmen, nach vorne. Ja, mit dem nächsten Einatmen bleiben wir mit dem Becken oben. Atmen da ein paar Mal. Senken dann wieder ausatmend langsam ab. Sollte jemand gerne jetzt in die ganze Brücke von euch gehen, können Sie jetzt beginnen damit. Wir zeigen noch einmal vor, dass wir mit dem Becken hochgehen, nur das Becken hoch. Aber jetzt ein bisschen eine tiefere Öffnung haben, die Hände unter die Hüfte bringen und uns ein bisschen höher ausheben. Sehr gut. Und dann mit dem nächsten Ausatmen wieder absenken. Dann rollen wir ein bisschen aus, das heißt, wir ziehen die Beine zum Oberkörper und ein bisschen ausrollen auf das Kreuzbein. Dann stellen wir den linken Fuß wieder ab und das rechte Bein ziehen wir zur Brust. Wir strecken das rechte Bein Richtung Decke und einatmen ziehen wir zu Bein gestreckt, senkrecht zur Decke. Oberkörper hebt an, Fingerspitzen ziehen zum Knöchel im Einatmen. Ausatmen, Arme über den Kopf und wieder absenken. Ja, einatmen, hochziehen und ausatmen, wieder ganz ablegen, Arme über den Kopf. Sehr gut, das wiederholt ihr noch mehrmals. Ja, guter Zug über euer Uddiyana Bandha, wenn ihr da nach oben geht. Sehr gut. Dann legt ihr den Oberkörper ab, euer rechter Fuß geht außen auf das linke Knie, also beugt das rechte Bein, der Fuß geht außen zum Knie und ihr leitet seine Drehung ein. Ah, das wäre auch eine Möglichkeit. Wir leiten die Drehung ein, der Fuß bleibt am Boden, der linke in die andere Richtung, oder? Ja, genau. Das heißt, wir bekommen eine Seitdehnung, das heißt, ihr zieht es nach rechts. Den Fuß abstellen, Sabine, am Boden, den linkes Bein. Rechtes Bein, rechter Fuß geht außen zum Knie vom linken Bein, das aufgestellt ist. Lass das Bein aufgestellt. Der rechte Fuß geht außen hin und durch diese Kraft des rechten Fußes, nein, in die andere Richtung. Du ziehst in die andere Richtung und der linke Fuß bleibt, ja genau, jetzt hast du es. Sehr gut. Dann stellt sie beide Beine auf. Ja, wir bringen jetzt das linke Bein hoch, Richtung Decke gestreckt. Das rechte Bein ist am Boden aufgestellt. Rechtes Bein aufstellen, Sabine. Linkes Bein zieht zur Decke. Und jetzt einatmend wieder mit den Fingerspitzen Richtung Knöchel. Ausatmend wieder, Arme über den Kopf. Ja, genau. Und wieder wiederholen mehrmals. Sehr gut. Ja, wirklich nicht über die Schulter arbeiten, wenn ihr hochzieht, sondern schön unterm Nabel über das Uddiyana Bandha arbeiten. Das wäre sozusagen die Idee. Noch einmal hochziehen. Dann bleibt ihr wieder hinten am Rücken liegen, Arme über den Kopf. Der linke Fuß geht außen, legt sich außen ans Knie, ans rechte und zieht dieses rechte Bein
unten Richtung linke Seite, nach unten in eine schöne Seitdehnung hinein. Noch einen Atemzug und dann kommen wir wieder zur Mitte zurück. Stellen die Beine auf oder rollen noch einmal aus. Wir würden jetzt in die Kerze hochgehen, aber wenn jemand sagt, nein, das ist mir zu viel heute, dann stellst du Füße ab, hebst das Becken hoch, bringst seinen Bolster und das Becken und dann die Beine hoch. Wer in der Kerze oben ist, Hände in die Hüfte und wir öffnen ein bisschen in die Kretsche in der Kerze. Bleiben so ein bisschen in der Kretschöffnung, solange es angenehm ist. Und das könnt ihr natürlich am Polster genauso machen. Wer am Polster ist, macht das am Polster. Ja, irgendwann werdet ihr spüren, jetzt ist es fein, wenn ihr die Beine anwinkelt und dann zur Brust zieht. Und dann heranzieht. Und dann zieht die Beine herangebeugt zu den Ohren. Wir bleiben da noch ein bisschen. Dann kreuzen wir die Beine und senken langsam nach vorne ab. Ja, das heißt, die Arme gehen nach unten, der Bolster, der da ist, bitte auf die Seite gehen und dann stützen wir über die Unterarme, damit wir und halten uns so die Arme, damit wir ganz langsam im Schneidersitz da abrollen und am Rücken liegen bleiben. Und wir strecken nochmal die Arme über den Kopf. Ja, sehr gut. Bleibt ruhig ein paar Atemzüge, entspannt euch. Ruhig noch mit dem Schneidersitz, Oliver, wenn du magst, mit gebeugten, mit gekreuzten Beinen. Auch wenn es ein bisschen fordernd ist, Arme über den Kopf. Und dann lassen wir uns zur Seite sinken und kommen über die Seite in eine sitzende Position. Wir setzen uns auf und wir gehen in die Kindposition hinein. Wir können die Kindposition sinken. Ja, ihr habt die Möglichkeit, in der Kindposition zu bleiben. Für die es schon genug ist und ihr braucht eine Pause. Die gerne ein bisschen noch was machen möchten für Kraft, machen jetzt einen Stütz. Wir nehmen uns den Stütz, wo wir die Unterarme schön parallel am Boden haben und die Daumen nach innen hineinziehen, die Finger ganz gespreizt. Der ganze Druck geht senkrecht über die Unterarme und ihr achtet darauf, dass ihr wirklich schön gerade seid, dass die Schulter wirklich genau über dem Ellbogen ist, die Ellbogen nicht zu breit, also ihr seid wirklich parallel, nackenlang. Und ihr könnt 2-3 Atemzüge bleiben, wer länger bleiben will, natürlich auch gerne. Und wiederholt es dann noch einmal. Also wir gehen zwischen in die Kindposition und wiederholen dann noch einmal den Blend. Lasst euch Zeit dafür. Sehr gut. Achtet darauf, dass euer Atem gut fließt. Sowohl in der Kindposition als auch wenn ihr im Blank seid. Ja, gutes Uddiyana Bandha, wenn ihr beginnt wieder mit dem Plank und Mula Bandha. Schön kraftvoll arbeiten. Und spüren, wie diese Kraft senkrecht in den Boden geht. Das ist auch die Voraussetzung später für einen Kopfstand, dass wir die Kraft senkrecht in den Boden lenken können. Dann bleiben wir noch ein bisschen in der Position. Und wir lassen in der Kindposition ein paar Ums klingen, jeder für sich. Ihr singt im Ausatmen ein Um und lasst es klingen.
So dreimal. Zu, bevor wir die Position auflösen und in eine Sitzposition kommen. Ihr könnt in einem Schneidersitz sitzen, ihr könntet auch auf den Fersen sitzen, wenn euch das lieber ist. Und wir bringen die Hände in eine Meditationshaltung, die rechte sind die linke, die Daumen berühren sich. Und ihr beruhigt den Atem jetzt und wir bleiben noch in der Stille ein bisschen sitzen in dieser Position. Das heißt, ihr gebt die Kontrolle über den Atem auf, lasst ihn wieder sich selbst sozusagen führend. Und ihr lasst in jeden Ein- und Ausatmen Danke hineinfließen in diesen Abend. Danke. Ihr fühlt diese Stille, die sich über die Asanas aufgebaut hat. Ich bin Stille, könnt ihr sagen in euch selbst. Ich bin Stille. Ich bin Leichtigkeit. Ich bin Freude. Ich bin Offenheit. Ich bin Güte. Ich bin Mitgefühl. Ich bin Klarheit. Ich bin Weisheit. Ich bin Dankbarkeit. Ich bin Freiheit. Und wann immer ihr möchtet, könnt ihr euch dann sanft in eure Shavasana-Position begeben. How can anyone ever tell you that you are anything less than beautiful? How can anyone ever tell you you are less than whole?
How can anyone fail to notice that your loving is a miracle? How deeply you connected with my soul. How can anyone fail to notice that your loving is a miracle? How deeply you connected with my soul. Dann beginnt ganz behutsam euer Bewusstsein wieder zurückzuholen in euren Körper. Euch zuzulächeln und euren Atem wieder ein bisschen zu führen, zu spüren, Länge zu geben. Und dann den Körper mit dem Atem noch ein bisschen bewegen. Behutsam und in eurer Zeit wieder zurückzukommen in eine sanfte, aufgerichtete Sitzposition. Wir legen unsere Hände auf unser Herz im Sitzen. Wir fühlen zum Herzen hin und bedanken uns bei unserem Herzen. Und ihr könnt so ein bisschen nachspüren, ob euer Herz jetzt noch eine Botschaft für euch hat heute, die es euch mitgeben möchte. Und dann falten wir die Hände und singen noch ein Om gemeinsam. Und dann verneigen wir uns vor uns selber, voreinander und vor allem, was ist. Dankeschön.